schneller und ich bin in der internationalen Abteilung der VOG tätig als internationale Sekretärin. GAP ist die gemeinsame Agrarpolitik in der Europäischen Union. Derzeit laufen in der Europäischen Union die Verhandlungen um die gemeinsame Agrarpolitik. Wir sind für die kommende Förderperiode 2021 bis 2027 über 360 Milliarden Euro veranschlagt. Die gemeinsame Agrarpolitik besteht aus zwei Säulen. Also die erste Säule beinhaltet Direktzahlungen an die Agrarbetriebe. Eine weitere zweite Säule befasst sich mit der ländlichen Entwicklung. Es werden für die nächste Periode 2021 bis 2027 sowohl das Budget für die Agrarpolitik festgelegt, als auch die Ausrichtung der europäischen Agrarpolitik. Es geht derzeit in den laufenden Verhandlungen darum, und das ist auch die Forderung der europäischen Gewerkschaftsbewegung im Landwirtschaftsbereich, dass endlich auch die Arbeitsbedingungen und auch die Lebensbedingungen der Landarbeiterinnen und Landarbeiter, vor allem auch der Saisonarbeitskräfte, hier berücksichtigt werden. Die Verbesserung dieser Bedingungen ist leider nicht Gegenstand dieser derzeit laufenden Verhandlungen. Die Situation der Erntearbeiterin ist, obwohl sie so eine wichtige Arbeit hier leisten, auch jetzt in Zeiten der Pandemie, dass sie die Versorgung mit Lebensmitteln hier sicherstellen, müssen sie eine schwere körperliche Arbeit auf dem Feld machen. Dafür sind sie aber unterbezahlt. Sie werden oft um ihren Lohn auch geprellt, haben überlange Arbeitszeiten und sind noch dazu oft in sehr unwürdigen Unterkünften untergebracht. Die Bedingungen sind für diese harte Arbeit, die sie leisten müssen, sind denkbar schlecht. Es gibt einen Vorschlag der derzeitigen portugiesischen EU-Ratspräsidentschaft, der eben hier eine Verbindung herstellen soll, dass in Zukunft Agrarförderung an die Einhaltung von arbeitsrechtlichen Standards gebunden werden sollen. Das ist eine langstehende Forderung der europäischen Gewerkschaftsbewegung. Diesem Vorschlag hat sich die österreichische Bundesregierung und die österreichische Bundesministerin für Landwirtschaft überhaupt nicht angeschlossen, ganz im Gegenteil. Die österreichische Bundesregierung lehnt diese direkte Verbindung von Agrarförderungen mit Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen ab. Hier hat sie einen Gegenvorschlag auf den Tisch gelegt. Dieser Gegenvorschlag lehnt vehement irgendeine Verbindung, irgendeine Achtung von Arbeitnehmerrechten in der gemeinsamen Agrarpolitik ab. Wir kritisieren das Vorgehen der österreichischen Bundesregierung und wir sehen das hier dann auch als Möglichkeit, dass sich hier diese prekären Arbeitsbedingungen, dass sich hier das entscheidend verbessert. Das ist eines der Hauptpunkte der Kritik, dass eben in der Europäischen Union und damit auch mit der Offensive unserer eigenen Landwirtschaftsministerin weiter ignoriert wird, Sozialbetrug und eben massive Verstöße gegen rechtliche Bestimmungen. Was die Betriebe hier tun, ist natürlich ein Sozialbetrug und das ist sehr unfair, auch gegenüber all jenen Arbeitgebern, die sich an die gesetzlichen Bestimmungen halten und die hier fair entlohnen und auch entsprechende Arbeitsbedingungen bieten. Das ist ein unfairer Wettbewerb auch aus unserer Sicht und natürlich ist das auch auf Kosten der europäischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die ja für dieses EU-Budget aufkommen. Das heißt, das ist sozusagen auch ein Betrug auf Kosten der europäischen Bürgerinnen und Bürger, der hier begangen wird. Wir wollen, dass endlich Schluss ist mit der Ausbeutung der Landarbeiterinnen und der Erntearbeiterinnen.